Bei Naga Pratishtha geht es nicht darum, einen weiteren neuen Gott zu erschaffen. Das müssen wir verstehen. Bei Naga Pratishtha geht es darum, einen neuen Zugang zu dem zu schaffen, was im Moment jenseits seiner Wahrnehmung liegt. Naga steht für erhöhte Wahrnehmungsebenen. Und Naga Pratishtha zielt darauf ab, dass Menschen Naga als Schlüssel benutzen können, als Zugangspunkt zu tieferen Aspekten oder Dimensionen des Lebens. In diesem Bemühen wurden viele Dinge getan. Die Formen heiliger Schlangen wurden in der Vergangenheit konsekriert und existieren immer noch. Um in die tiefe Natur der Existenz einzudringen, kann ich das nicht ohne Naga tun? Doch, das kannst du. Aber wie viele werden es tun? Das ist die Frage. Wie viele würden 1000 Kilometer ohne ein Auto reisen? Wie viele wären in der Lage, ohne Flugzeug von einem Ort zum anderen zu fliegen? Ohne die Schaffung von Zugangsinstrumenten werden die meisten Menschen also nicht in der Lage sein, Zugang zu finden. Warum falten wir dann unsere Hände und verbeugen uns? Du musst verstehen, alles, was du für dein Wohlbefinden nutzt, musst du auf eine bestimmte Art und Weise ansprechen. Nimm einen Musiker. Er wird seine Instrumente auf solche Weise behandeln, dass er sich verbeugt, bevor er sie benutzt. Wenn du einen Bauern beobachtest, er verneigt sich vor dem Land, auf dem er arbeitet, weil es Nahrung für ihn produziert, und er versteht, dass es sein Leben ist. Wir verbeugen uns vor der Nahrung, die wir essen, weil wir verstehen, dass sie die Grundlage unseres Lebens ist. Wenn du nicht über ein gewisses Maß an Hingabe verfügst, dann hast du auch nicht den nötigen Fokus, um Zugang zu finden. Verstehe also Hingabe oder die Kraft der Hingabe nicht einfach als Götzendienst oder Götzenanbetung. Hier geht es nicht um Götzendienst oder Götzenanbetung, sondern darum, den notwendigen Fokus zu erzeugen. Sag mir, bist du in der Lage, deinen Verstand absolut auf etwas zu fokussieren, wenn du nicht emotional daran gebunden bist? Ohne das gibt es also keinen Fokus. Ohne Fokus gibt es keinen Zugang. Naga war schon immer der mystische Zugang zur Tiefe unserer eigenen Existenz und zu den Geheimnissen des Universums.